Uns allen sind farbige Abfalltonnen in verschiedenen Größen bekannt. Aber wissen Sie genau, welche Stoffe oder Abfälle aus Ihrem Hausmüll wohin entsorgt werden müssen? Wir sind der Sache einmal nachgegangen. Wir haben uns heute hier in Zwickau in der Stauffenbergstraße 2 beim Amt für Abfallwirtschaft verabredet mit einem jungen Mann. Wir kennen uns noch nicht. Ja. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern vor. Ja, mein Name ist René Scholz. Ich bin Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft im Landkreis Zwickau seit August letzten Jahres. Es ist ja so, dass wir immer Pressemitteilungen bekommen. Da gab es in letzter Zeit eine ganz spannende. Es ging um einen Bombenfund. Das ist richtig. Wir hatten vor circa 3 Wochen in der Flurstraße in Zwickau bei der Sortierung von gelben Tonnen und dem Müll daraus einen Teil einer Kriegsgranate gefunden. Und ja, da musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen werden. Wie war das Prozedere dann genau? Der Mitarbeiter, der das gefunden hat, hat natürlich den Betrieb sofort gestoppt und sofort auch den richtigen Schritte vollzogen, nämlich Kampfmittelbeseitigungsdienst rufen und dann bis dahin warten. Kommt es denn öfter vor, dass man solche Dinge noch findet? Wir haben vor allen Dingen ein Problem damit, dass falsche Abfallentsorgung dazu führt, dass wir 1 bis 2 Brände von Müllfahrzeugen im Jahr im Landkreis haben, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass Batterien, Akkus, Elektrogeräte oder auch nicht restentleerte Spraydosen einfach unachtsam in den Müll gegeben werden. Deshalb haben wir uns heute hier verabredet, um einmal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und uns mit Ihren Mitarbeitern zu unterhalten, wie man es richtig machen soll. So ist es richtig, da freuen wir uns auch sehr, weil wir immer noch merken, dass vielen Mitbürgern einfach nicht bewusst ist, wie man mit Abfall sorgsam umgeht. Wir haben 3 Mitarbeiterinnen bei uns, die in der Abfallberatung tätig sind. Die stehen für alle Fragen gern zur Verfügung, deswegen scheuen Sie sich auch nicht, dort mal anzurufen. Lieber rufen Sie einmal mehr an, als den Abfall falsch zu entsorgen. Und die Kolleginnen sind auf jeden Fall immer bereit, auch in Kindereinrichtungen tätig zu sein und auch dort Abfallberatung den Kindern spielerisch beizubringen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben auch. Umweltbildung ist sozusagen bei den Kleinsten sehr zielführend, um auch die Erwachsenen zur richtigen Abfallentsorgung zu bewegen. Ja, und jetzt sind wir hier in den Räumlichkeiten der Abfallwirtschaft. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns haben. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern erstmal vor. Sehr gerne. Ich bin die Frau Siegel. Ich bin eine von 3 Abfallberaterinnen hier. Und wir kümmern uns darum, sag ich mal, um die Verwaltung im Hintergrund und gehen auch in die Schulen, Kindereinrichtungen, Kitas, um dort quasi nochmal die Abfalltrennung und alles zum Thema Abfall und Umwelt besser darstellen zu können. Was sind denn die größten Probleme, die auftreten? Was müssen denn die Leute lernen, richtig zu machen oder was machen sie denn falsch? Es gibt immer vieles, was man vielleicht noch besser machen kann. Und es geht einfach nur darum, für was ist zum Beispiel die gelbe Tonne? Warum ist es Verpackung und nicht Plastik? Warum ist es wichtig, das zu trennen? Und dass man einfach das Wissen im Hintergrund hat und dass man es auch beachtet. Jetzt zeigen Sie uns das doch mal, wie man es genau richtig macht. Sehr gerne. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Und zwar die 4 Tonnen, die Sie wahrscheinlich auch zu Hause haben. Genau. Und da fangen wir am besten direkt mal mit der gelben an. Da sagen ja viele Plastetonne, aber das stimmt nicht ganz. Das wichtige Wort bei der gelben Tonne ist Verpackung. Sprich, hier kommen leere Verpackungen rein. Egal, ob das jetzt der Joghurtbecher ist, eine Dose oder eben eine sogenannte Mischverpackung, also wo verschiedene Stoffe drin sind. Wir haben Ihnen das hier mal aufgeschnitten. In so einer Milchtüte steckt viel mehr, als man denkt. Genau, und jetzt gibt es natürlich auch solche Sachen. Bei den Verpackungen, da kann man ja noch sagen, gut, das weiß ich, leere Joghurtbecher. Gibt es manche Sachen, die landen manchmal hier drin, wo man sich denkt, ist es eine Verpackung? Nee, eigentlich nicht. Das ist so ein typischer Fehlwurf, wie wir das nennen. Und so eine Zahnbürste zum Beispiel landet im Restabfall. Also, gelbe Tonne, Verpackung. Bei der blauen Tonne, das wissen die meisten, das ist Papier. Ganz genau, Papier. Pappe und Kartonkartonage. Da gibt es verschiedene Dinge, die man reintun kann und andere Sachen, wo wir uns nicht freuen, wenn die drinnen landen. Habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. So ein Pizzakarton. Pizza schmeckt lecker, essen die meisten gerne. Das Problem ist, das Papier, oder besser gesagt, die Sache ist, das Papier wird ja recycelt. Das kommt in einen großen Pulper, so eine Art riesiger Topf. Da wird es nass gemacht und zu Papierbrei Pulpe gemacht. Wenn da jetzt so ein Papier drinnen landet, so ein fettiges, beschmutztes oder beschichtetes Papier, das funktioniert nicht. Wenn Sie sowas haben, richtig dreckig, gefühlt mit ganz viel Plastik dran und beschichtet, das bitte auch in den Restabfall. Genau. Und da sehen Sie, es geht ganz fix. Wir haben schon die Verpackung, wir haben schon das Papier. Jetzt kommt das, wo Sie gerade verraten haben, dass Sie es auch haben, die braune Tonne, die Biotonne. Die Biotonne ist relativ einfach. Alles, was aus der Natur kommt, vom Baum, von der Pflanze, häufig auch vom Tier, kann hier rein, zum Beispiel Eierschalen. Was hier drinnen keine Verwendung findet, sind Knochen,
Fischgräten und gegarte Speisen. Die wollen wir nicht drin haben, weil die stören beim Kompostieren. Und was ein ganz großer Störfaktor ist und was immer wieder passiert, sind die hier, die Plastiktüten. Egal ob Bioplastik oder richtige Plastik, die hat im Bioabfall nichts zu suchen. Die zerreißt es beim Kompostieren, beim Zerkleinern. Und dann sind überall Plastikschnipsel. Und das will ja keiner. Genau, also sowas, wenn Sie sie benutzen, auskippen und dann, Sie ahnen es schon, Restabfall. Genau. Verpackung, Papier, Bio. Und hier haben wir noch einen Restabfall. Der macht seinem Namen alle Ehre. Da kommt der Rest rein. Sprich, was man eben so hat. Alter Regenschirm, altes Spielzeug, Lumpen und Co. Was auch wichtig ist, wenn Sie mal bei sich alte Trinkgefäße haben oder eine alte Auflaufform, die kommen auch hier rein. Und bestimmte Dinge müssen extra weggeschafft werden. Die landen manchmal hier drin und das ist nicht schön. Das sind zum Beispiel Elektrogeräte oder auch Batterien. Batterien, das wissen Sie, kann man im Handel ganz einfach in so eine grüne Buttbox stecken. Und bei den Elektrogeräten gibt es einen schönen Abfallkalender. Da finden Sie ganz fix, wo Sie die abgeben können. Und das kostenlos. Es geht ja schon los, dass die Kleinen wissen müssen, wie es richtig gemacht wird. Und da haben Sie auch einen Zugang. Ganz genau. Wir haben verschiedene Angebote für Kindergärten und Schulen. Wir haben unsere sehr beliebte Schatzkiste, die man erst aufmachen darf, wenn wir vor Ort sind. Und da lernen die Kinder spielerisch und mit ganz viel Fachwissen und ja, Elan, wie das denn funktioniert mit der Abfalltrennung und dem Recycling. Wer sich jetzt genau explizit dafür interessiert, wie erreicht er Sie denn? Ganz einfach. Entweder über unsere Hotline-Nummer, die sehen Sie hier, die 0375 4402 26 600. Oder, wie gesagt, Sie rufen uns an oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Da steht alles im Abfallkalender drin und wir beantworten jede Frage gern.